Im griechischen Schuldendrama ist den Staats- und Regierungschefs der EU nach einer Marathonsitzung ein Kompromiss gelungen. Dabei hat Griechenland im Streit weitgehend eingelenkt. Herr Stütz, wozu hat Herr Tsipras das Referendum durchführen lassen? Ja, diese Frage geht dahin, dass er das Referendum brauchte, um für sich selbst im Innenverhältnis der innenpolitischen Situation, die er sonst mit Sicherheit nicht so weit auf den Weg gebracht hätte, das musste er tun aus rein innenpolitischen Gründen. Und ist Griechenland schon über den Berg oder sind noch böse Überraschungen nicht ganz ausgeschlossen? Also zunächst einmal muss man wirklich feststellen, dass diese Entscheidung, die die EU nun getroffen hat, eine rein politische Entscheidung war, um dem Gebilde der Eurozone eine Geschlossenheit zu demonstrieren. Ökonomisch gesehen muss man das etwas anders bewerten, denn die Schulden, das die Griechenland hat, aus der Vergangenheit heraus, plus dieses neue Paket in zwischen 2 und 86 Milliarden, mit der Maßgabe der Rückführung bis 2018. Da braucht man nicht viel rechnen, um feststellen zu müssen, wie soll es Griechenland gelingen, bis 2018 auf der einen Seite 86 Milliarden, die sie jetzt bekommen werden, zu verwenden, aber gleichwohl diese wieder zur Verfügung zu haben, um sie dann 2018, also in heute 2,5 Jahren, wieder zurückzubezahlen. Das heißt, wir verlagern im Grunde ein finanzielles Problem in die Zukunft, was nicht unclever ist, was man machen kann, das ist politisch nicht falsch. Allerdings hängt es maßgeblich davon ab, wie Tsipras und die Griechen jetzt insgesamt die kompletten Strukturen und Reformen im Innenbereich durchführen, allen voran die Verwaltungsreform, die Wirtschaftsreform, die Steuerreform und vieles mehr. Da wird es wirklich daran hängen, was dann 2018 wird. Bis dahin, denke ich, ist jetzt erstmal Ruhe. Herr Stütz, nach Ansicht von Frank-Walter Steinmeier zeigt Europa mit der Athen-Vereinbarung, dass es einig, solidarisch und rational handeln könne. Dabei hat es während der Verhandlungen in Brüssel 10-9 gegen Griechenland gestanden. Wie hoch ist nun die Wahrscheinlichkeit eines Grexits? Die Wahrscheinlichkeit des Grexits ist nach wie vor gegeben. In der Höhe der Wahrscheinlichkeit haben wir das Risiko eines Grexits mit Sicherheit politisch durch diese politische Entscheidung minimiert, herunter auf, ich schätze mal, 40% derzeit, weil man nun sich verständigt hat auf einen, ja, ich sag mal, politisch gangbaren Weg. Und kann sich das griechische Szenario in einem anderen Land der Eurozone wiederholen? Jederzeit ja, denn wenn wir uns die komplette EU-Zone anschauen und die Länder in sich, und da habe ich erst vor ein paar Tagen einen Brief an die EU-Führung nach Brüssel geschrieben, täte die EU gut daran, nicht das Gebilde insgesamt über Kredite und Kreditlaufzeiten oder Verlängerungen oder Diskussionen über Schuldenschnitte aufrechterhalten, sondern man wäre gut daran beraten, dass man insgesamt die Länder in sich geschlossen einer Prüfung unterzieht und nochmal schaut, sind denn die Ressourcen der einzelnen Länder genutzt, sind die Kostenstrukturen reduziert und ist es so ausgewogen, sodass die Länder eigentlich auch ohne Zuwendung der EU-Gelder existieren könnten. Und das wäre die gesunde Zukunft der EU und dann hätten wir die Probleme vom Tisch. Und welche Länder könnten dem Szenario Griechenlands folgen? Schauen Sie, wir könnten im Grunde eine Vielzahl von Ländern jetzt nennen. Ich werde es an dieser Stelle nicht tun, weil es zu viele sind, die da in Frage kämen. Heißt aber nicht, dass sie jetzt morgen auf dem Tableau stehen wie Griechenland. Das wird nicht der Fall sein. Wie gesagt, die Aussage vom Herrn Stütz geht eher in diese Richtung. Man sollte sich Gedanken darüber machen. Als Beispiel jetzt Griechenland heranziehen, von der EU-Seite, aber auch von der Länderseite, sich selbst mal kritisch zu hinterfragen, ob man nicht mehr Intention daran legen sollte, sich selbst von innen heraus wieder auf gesunde Füße zu stellen. Und der finnische Sender Yle hat unter Berufung auf Verhandlungskreise in Helsinki berichtet, die Koalitionspartei Die Wahren Finnen unter Vorsitz von Außenminister Timo Soini soll im Fall von einem neuen Hilfspaket für die Griechen mit einem Regierungsbruch gedroht haben. Inwieweit stabil ist die politische Lage in der EU vor dem Hintergrund der Griechenland-Krise? Wenn Sie heute die Presse gelesen haben, aufmerksam gelesen haben, dann
haben sie überall Gleiches gelesen, das da bedeutet, man hat sich einstimmig nach außen positioniert für die jetzige Lösung. Das heißt, hier ist ein geschlossenes Moment, was von Anfang an auf der Tagesordnung der EU stand, nach außen auch partizipiert worden. Das heißt, wir stehen geschlossen zu dieser Entscheidung. Insofern wird jetzt alles, was vorher gesagt wurde, mit Vorsicht zu betrachten sein. Die Karten sind neu gemischt und insofern muss das jetzt durch die Länderparlamente durch. Und wenn es hier keine bösen Überraschungen gäbe in den einzelnen Parlamenten, inklusive natürlich auch in Griechenland bei Tsipras selbst, weil da hat er natürlich auch noch ein Stück zu schultern jetzt und die Zustimmung zu holen, dann wird das seinen Gang gehen und dann wird das Ganze sehr, sehr schnell sich ruhig werden.